Ladies and Gentlemen, willkommen zurück auf dem lustigen Rummelplatz mit Schrott. Auch genannt Deponia Doomsday. So, ich möchte echt ganz ehrlich mal kurz mal mit den Schrottrittern reden. Oh, ich freue mich, dass wir sie wieder dabei haben. Huhu, ihr da! Wisst ihr, wo es nach Kuwak geht? Kuh, was für ein Ding? Kuwak, ein Dorf südlich von Busa Westwok. Klingt nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Ist es aber. Unnütz und voll ekliger Fussel. Wie auch immer, ihr seid hier falsch. Bis Busa Westwok sind es bestimmt 4 Tagesmärsche. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Ich hab keinen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier gibt es gar nichts. Ein paar Stunden flussaufwärts kommt man nach Porta Rustica. Wenn dich jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor McChronicle in Richtung Kuwak aufbricht. Aber natürlich. Hast du das gehört, Goal? Es gibt noch Hoffnung. Jetzt müssen wir nur noch McChronicle finden. Und jemanden, der euch ein Boot leiht. Vielleicht findet ihr ja eines auf dem Jahrmarkt dahin. Auf dem was? Ich glaube, ich habe McChronicle gerade gefunden. Dann gehen wir doch mal zum... Nee! Verschwinde! Ich habe geschlossen. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Ohne Glatze hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Und eine Glatze hatte ich auch nie. Ja, weil es noch nicht geschehen ist. Bis auf die Glatze. Du solltest dazu stehen, aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg laufen. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Warum so muffelig? Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Jetzt kann ich nicht mehr hell sehen. Ja. Nicht mal ein kleines bisschen? Ich hätte da nämlich 1-2 Fragen. Dann besorg mir eine neue Kugel. Hier ist eine Bowlingkugel. Bitteschön, eine neue Kristall-Bowling-Kugel. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe ein Loch. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein, weil das eine verdammte Bowling-Kugel ist. Zum Wahrsagen brauche ich eine richtige Kugel. Eine, in der man sich spiegeln kann. Bowling-Kugel-Poliermaschine. So, die ist poliert. Kannst du mir damit nicht sehen? Weil meine Zukunft... Nein, zum war eine... Die habe ich doch gerade poliert, oder? Was ist das Loch? Passt. Gehen wir doch erstmal da lang. Hallo, Wurstbot. Hallo? Saftladen. Ein Hammer. Hau den Lukas. Können wir die darauf fallen lassen? Das könnte diesem verdammten Lukas so passen. Nach links. Auslösen. Doch Mist. Oh. Wo geht es da lang? Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld. Hilfe! Und Immunkräfte gegen 20 Jahre Hilfe! Alte Keime. Okay, da ist Mac. Das ist ein Uli. Halt. Geht erst einmal zu Alles Goal. Kaputt. Soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Können wir hier mit irgendwas machen? Kamera.
Selbstauslöser. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ein Steckplatz da. Ich sehe es doch schon wieder. Da kommt schon wieder ein Stromumkehrer rein. Gehen wir jetzt erst nochmal weiter. Was haben wir hier noch? Hier. Oh, da geht's auch rein. Bei meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Natürlich. Entchen! Oh, das habe ich damals geliebt, auf der Kirmes Entchen angeln. Oh, Niete. Ansonsten ist hier jetzt gerade gar nichts. Gehen wir nochmal in die Tür. Hilfe! Ja, ja. Die Tür ist fest verrummelt. Ich meine verrammelt. Ein Tuschkasten. Hilfe! Ein Zuckerherz. Können wir Golden Zuckerherz geben? Goldie! Juhu! Nur frisch. Fehlt dir was? Ja, die Sprache. Ach, das ist nur der hohe Folsäureanteil in der Luft. Nach einer Weile merkst du das gar nicht mehr. Okay. Was können wir noch machen? Da ist ja noch ein Diebstunnel. Oh, da geht's auch noch lang. Nee. Aber da. Pimpi und Schnixi. Ein Magazin. Die aktuelle Ausgabe der Herz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Hallo Pimpi und Schnixi. Was habt ihr denn so hey, zu sagen? Hey, Burschi. Lust auf eine Spritztour im Boat of Love? Zufällig suche ich tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rustica sein. Die Liebe lässt sie nicht hetzen, Freundchen. Die Tour ist nur für verliebte Pärchen. Easy feasy peasy deasy. Ich bin mit meiner Freundin hier. Wow, hätte nicht gedacht, dass du eine Freundin hast, so wie du rumläufst. Du vielleicht, Darling? Meine Oma heißt Gundula. Das schreibt man mit U. Ja, ich auch nicht. Aber wenn's so ist, steck einfach ihr Foto in den Love-O-Mat. Wieso denn jetzt Foto? Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihr im Portemonnaie? Was ist ein Portemonnaie? Ohne Foto keine Tour. Ist es nicht so? Darling? Ich habe mal eine Katze gesehen, die war rot und braun und weiß. Du sagst es, aber sei nicht traurig. Du findest auch noch deine große Liebe. Als Trost habe ich hier einen Bratwurstchip für dich. Boah, geil. Ey, cool. Hallo, Schatz. Bitte. Sie verleihen das Boot nur an Verliebte. Tja. Ich weiß, klingt super, aber sie wollen ein Beweisfoto. Das ist ja wohl das schwammigste Problem, das ich bislang zu bewältigen hatte. Bewältigen? Meinst du nicht, dass... Keine Sorge, ich mach das schon. Du kennst mich ja noch nicht so gut, aber ich bin ein Profi, was Romantik betrifft. Aha. Zuerst muss ich die drei Teilaufgaben rausfinden. Es gibt immer drei Teilaufgaben. Bleib einfach hier, ich bin bald zurück. Das... Wie du meinst. Okay. Ich will das Magazin. Die aktuelle... Oh. Na, wer hätte das gedacht? Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Hallo, Goal. Vorne am Eingang gibt es eine Fotowand. Aha. Wenn du kurz mitkommst, können wir ein Foto machen, um zu beweisen, wie verliebt wir sind. Und was, wenn sich herausstellt, dass wir es nicht sind? Ja, ich habe auch kein großes Vertrauen in das Gerät. Aber dafür ist vorgesorgt. Ich arbeite an einem Plan, wie wir die Apparatur überlisten können. Du willst beim Liebestest schummeln? Nicht, dass ich das nötig hätte. Aber du hast schon mal besser ausgesehen. Wie bitte? Keine Panik. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ich kenne dich kaum. Vielleicht war die ganze Sache ein Fehler. Wie es aussieht, kenne ich dich auch nicht so gut, wie ich dachte. Die Goal, die ich kenne, war immer gut gelaunt und abenteuerlustig. Nicht so eine Piesepampelin wie du. Vielleicht solltest du dann lieber ein Foto mit ihr machen.
Okay, wir haben aber einen Bratwurstchip bekommen. Eine Bratwurst, bitte. Jetzt müssen wir hier schaffen. Wurstbot aktiv. Wurst. Kann ich für Sie? Wurst. Eine Wurst, bitte. Eine Wurst, bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, dass hier ist ein Wurststand. Packen Sie mich darauf rum. Dieser ist so schon demütigend genug. Ah, verstehe. Mit dem Kostüm und allem. Kostüm? Was gibt's denn so? Was gibt's denn so? Nichts. Es ist alles alle. Na toll. Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Ich will aber eine Wurst. Ich will aber eine Wurst. Es gibt aber keine. Ich werde mich bei deinem Vorgesetzten beschweren. Bitte nicht. Der dreht mich durch den Fleischwolf. Soll ich jetzt etwa Mitleid haben? Ich armes, armes Würstchen. Kannst du noch einmal nachgucken? Kannst du noch einmal nachgucken? Na gut. Klappe. Sicherung. Hallo? Alles gut? Saftladen. Lausiger Service hier. Das kann man sich einmal so eine Sicherung. Dann tut er so, als wäre er kaputt. Okay. Wo können wir die Sicherung gebrauchen? Hier aber was nötig. Können die Sicherung da reintun? Ja. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Okay. Was können wir noch machen? Schauen wir doch einmal zurück. Können wir... Ah, hier muss noch irgendwas gemacht werden. Was haben wir? Kamera, Wassermalfarben, Zuckerherz, aktuelles Magazin. Bowlingkugel hier? Bei den Das spielt man mit einer Angel. Eine Bowling? Bei meinem Orientierungssinn stellt das ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Boom. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Okay. Ich hatte irgendwie gedacht, dass wir hier irgendwie so die Bowlingkugel nehmen können und die Spiegel kaputt machen, aber... Nee. Warte mal, hier. Ah! Wir brauchen die Sicherung noch. Aber das hier. Dass der wieder eingebaut wurde. Oh, ein Drosselglied. Und eine Sicherung. Wieder nix. Oder kann man den Drosselglied. Trotzdem liegt es in den Wurstbot hauen. Damit er mich noch langsamer bedient, vergiss es. Nach links. Hier läuft gar nichts. Ich hab's verstanden, was wir machen müssen. Oder? Jetzt habe ich's verstanden. Alle nur. Kommen wir jetzt mal nach rechts. Oder nach links. Ah, oder müssen wir jetzt hier einfach jetzt mal Drops the Lead oder so? Upsi. Warte bitte. Sieg! Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, Feuerwehr! Eine Magnetangel.
Warte mal, bei der Achterbahn war ein Gulli. Können wir da mal was rausnehmen? Bitte, bitte. Hilfe! Na, dann wollen wir mal. Oh, bitte lass es klappen. Hilfe! Jawohl. Ha, es hat geklappt. Meine selbstgebaute Magnetangel war trotzdem cooler. Hilfe! Dann gehen wir doch jetzt mal hier in die Kabine. Schauen wir mal, was wir hier haben. Hilfe! Kleingeld. Was war das? Auf Gleis 3 fährt ein der Intercity Express aus Kübelsburg Richtung Kotzebrech über Sporze, Würgspein und Großübergebersbach. Kein Anschluss nach Würfelhusting. Beachten bitte die Auswürfe in Abschnitten. Hilfe! Zurückbleib bitte und Vorsicht bei der Einfahrt. Hilfe! Des Hilfe! Nicht gerade eine Punktlandung. Aber was soll's? Okay. 4 Münzen. Kaugummi bitte. Hey, da ist ein Ring drin. Mit etwas Glück. Mist. Jetzt aber. Diesmal krieg ich den Ring. So ein Scheibenkleister. Komm schon, Ringo. Komm, 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 komm. Ja, das sind ja genau 4, denn der werden wir ja zu 100% kriegen. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich dich. Und? War ja klar. Dann ernst hoch was. So, jetzt nehmen wir einfach den Ring und ist gut. Da liegt der Ring ja. Was? Hey, bleib stehen, du Milbenplantage! Das gibt's doch jetzt nicht, diese blöden Wombats. Immer funken sie einem dazwischen. Beendet jetzt hier die Folge. Ich hab's schon zu voll. Bis dann. Tschüss.